Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt 7:30. Sitze jetzt hier bei meinem Frühstückstee. Ja, geschlafen habe ich auch ziemlich gut diesmal, würde ich sagen. Lange, viel, tief. Ich glaube, so gut wie diese Nacht habe ich die ganze Woche noch nicht geschlafen. Was ich sagen muss, dass es echt super, super warm war. Es ist immer noch total warm. Es war ja gestern schon weit über 30 Grad und irgendwie hat sich das über Nacht kaum abgekühlt. Und jetzt 7:30 und ich weiß nicht, wie viel Grad wir jetzt haben, aber es ist jetzt auch schon wieder total warm. Und so war halt auch die Nacht. Also Schlafsack war völlig überflüssig. Hatte wirklich was extrem Hochsommerliches heute Nacht. Ja, heute möglicherweise die letzte Etappe von der kleinen Tour. Sind jetzt nur noch knapp, ich glaube 28 Kilometer bis nach Koblenz. Dann da zur Festung Ehrenbreitstein. Und ja, von da aus wahrscheinlich dann heute Nachmittag oder heute Abend mit dem Zug dann zurück. So der Stand im Moment. Ich weiß nicht. Theoretisch könnte ich noch ein paar Tage länger. Aber mir ist auch so ein bisschen das Geld ausgegangen. Ich muss mal gucken. Der Plan war ja eigentlich bis Koblenz zu fahren. Das war ja eigentlich so die ursprüngliche Route. Und das hätte ich damit ja dann geschafft. Ob ich zur Festung hochfahre, weiß ich auch noch nicht. Weil mir das von gestern mit dem Drachenfels ja noch ein bisschen in den Oberschenkeln steckt. Mal gucken. Aber ich glaube, die Festung ist nicht so hoch wie Drachenfels. Kann man, glaube ich, ganz locker hochfahren. Steil, aber kurz. Ich kann natürlich auch mit der Seilbahn da hoch, aber das werde ich dann vor Ort entscheiden und mal gleich gucken, wenn ich losgefahren bin, wie sich die Oberschenkel anfühlen. Ich genieße jetzt meinen Tee, räume jetzt gleich alles ab und dann geht's los. Beim Frühstücken habe ich, glaube ich, überhaupt keine Lust gerade, weil ich habe gestern Abend so viel gegessen. Irgendwie habe ich überhaupt noch keinen Hunger. Ich habe mir zwei Brötchen bestellt, die gibt es auch erst in einer Stunde, aber ich glaube, die nehme ich dann mit und esse die unterwegs. Ja, so sieht's aus. So, ich bin wieder auf Kurs. Jetzt geht es weiter den Rheinradweg bis nach Koblenz. Ich habe auch festgestellt, bei der Fahrt kann ich es leider nicht mehr filmen, da meine SD-Karte voll ist. Es ist schon die zweite. Ich hatte echt das Gefühl, ich hätte gar nicht so viel gefilmt, aber hier habe ich schon zwei SD-Karten voll gemacht und jetzt habe ich keine mehr. Aber gut, sind ja eh nur noch knapp 30 Kilometer, daher ist das nicht so schlimm. Ja, nochmal kurz zum Campingplatz. Ich habe gestern was von Hammerstein gesagt, das stimmt nicht ganz, das war wohl Leutesdorf, nennt sich das Örtchen. So heißt nämlich auch der Campingplatz, Campingplatz Leutesdorf. Bezahlt habe ich 12,50 €, Duschen inklusive. Ist in Ordnung, nicht besonders günstig, aber auch nicht teuer, ist in Ordnung der Preis. Ja, Sanitärgebäude war sehr sauber, sehr modern, habe ich irgendwie auch gelesen, dass es vor kürzlich erst modernisiert wurde. Ja, alles wunderbar. Für mich geht es jetzt hier schön durch diese wunderschönen Weinberge. Obwohl das hier gerade nicht der Rheinradweg ist. Der ist, glaube ich, da unten. Ich bin, glaube ich, einen zu weit gefahren. Aber macht nichts. Ist gerade sehr schön. Da komme ich auch wieder hin. Ist doch ein bisschen hell hier. So, weiter geht's. Ab nach Koblenz. So, raus aus den Weinbergen. Jetzt wieder am Rhein. Ich bin mir übrigens noch gar nicht so sicher, ob ich jetzt gleich zur Festung hochfahre, was natürlich auch geht. Da gibt es einen Weg hoch, eine Straße. Oder ob ich von Koblenz aus mit der Seilbahn hochfahre. Boah, ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich Lust und Kraft habe, da hochzufahren. Das müsste ich eigentlich auch gleich irgendwann mal entscheiden, weil ich muss natürlich auch irgendwann vorher die Rheinseite wechseln. Sei denn, ich fahre hoch, also mit Muskelkraft, mit dem Dreieck, dann bin ich auf der Seite richtig, dann muss ich so bleiben. Wenn ich aber mit der Seilbahn hoch will, dann müsste ich wechseln. Ich weiß es noch nicht. Ich fahre erstmal noch ein bisschen. Gucken wir mal.
So, ich stehe jetzt hier am Fuße der Festung, Ehrenbreitstein, und stehe jetzt hier am Felsenweg. Also hier geht's wohl hoch, kurz und knapp. Laut Internet gibt es irgendwie noch einen anderen Weg, der nach oben führt, den finde ich jetzt aber nicht. Wenn ich jetzt meine Navigations-App das eingebe, dann sagt er mir, dass ich jetzt da hoch muss. Ich guck mal. Versuch's einfach mal. Oh, oh, oh. Hier, da geht es nicht weiter. Toll. Voll die Energieverschwendung. Da geht es nicht weiter. Ja, muss ich mal gucken. Ja, wieder so eine Dummi-Aktion von mir. Ich hätte einfach nur 2 Meter weiterfahren müssen, dann wäre da nämlich das Schild für den Radweg gewesen. Das hätte ich mir sparen können. Aber auf der Karte sah das so aus, Mensch. So, jetzt muss ich erstmal hier die Kante hochkommen. Also von hier aus sieht es nicht so schlimm aus. Ich meine, auf der Kamera sieht es eh immer weniger schlimm aus, als es ist, aber wenn das so in dem Stile bleibt, weil so hoch ist die Burg, die Festung ja auch gar nicht. Im Gegensatz zum Drachenfeld ist das ja eigentlich ein Witz, sagte er noch. Ich jetzt schon meine Oberschenkel spüre. Das hat mir doch gestern mal schon zugesetzt. Das Fahrrad kommt heute irgendwie doppelt so schwer vor. Da oben ist ja schon die Festung. Ist jetzt nicht so weit. Naja, gut, von hier aus betrachtet ist vielleicht noch hoch. Naja, schön langsam. Stück für Stück, und dann wird das schon. So ein Klacks. Und nee, heute ist echt anstrengend. Also ein Drachenfels heute nochmal hoch, das würde ich definitiv nicht schaffen. Ich glaube, das hier, das schaffe ich schon, wenn das nicht schlimmer wird wie hier. So, jetzt genug gefilmt, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nach oben komme. Ich würde fast behaupten, ganz optimistisch, die Hälfte habe ich schon. Ja, ich habe das Gefühl, mir fehlen heute Gänge. Hatte ich gestern nicht noch mindestens 1 oder 2 Gänge mehr? Und das Fahrrad war leichter. Was nicht sein kann. Gestern hatte ich mehr Essen noch dabei als heute. Oh, mal gespannt hier nach der Kurve. Ja, ich glaube, ich bin echt schon fast oben. Geil! Fast oben. Das müsste der letzte Anstieg sein, dann war es das. Ganz easy. Ich schwitze auch eigentlich kaum. Aber wie, es geht jetzt hier nicht weiter. Geht ein Fall nach links zur Jugendherberge. Boah, wenn ich jetzt von hier aus nicht mehr weiterkomme oder so, ne? Aber das ist Rettungsweg hier. Eingangkasse, ne, doch, ist richtig. Boah. Stell mal vor, war eben gesperrt, kommt es nicht weiter. Muss ja noch zurück und einen anderen Weg hoch. Ganz ehrlich, dann hätte ich hier irgendjemand angerufen. Die hätte mir jemanden schicken sollen, der mir das hier aufmacht. Da hätte ich drauf bestanden. Oh, aber ich bin eigentlich quasi oben. Quasi. Jetzt hier nochmal. Oh, fuck. Schotter zum Schluss. Aber mit ganz viel Gefühl, dass ich nicht durchrutsche. Aber eigentlich, ich hoffe, es geht da jetzt weiter. Auf die Fahrräder. Dann bin ich oben.
toll. Hallo. Geht's hier nicht mehr weiter? Nee, hier ist jetzt Festungseingang, wo man sich fühlt. Ja. Zum Hof komme ich jetzt so nicht, oder? Leider nicht. Ja, in die Festung wollte ich. Das heißt, hier parken und dann hier... In die Festung gehen, genau. Ja, okay. Das war jetzt erstmal eine kleine Stärkung. Ja, also ich bin tatsächlich oben. Das ist schon mal sehr positiv. Aber tatsächlich geht es jetzt nicht weiter. Das ist hier irgendwie nur ein Nebeneingang. Aber ich komme auf jeden Fall rein. Bei dem Herren da kann ich jetzt ein Ticket kaufen und komme auf jeden Fall in die Burg. Oder in die Festung, besser gesagt. Ah. Erdnussbutter und Marmelade. Genau das Richtige jetzt. Ja, ich wäre am liebsten natürlich in den Burghof gefahren mit dem Rad und hätte da erstmal Pause gemacht und da oben rumgefahren, aber ich kann das Rad hier auf jeden Fall abstellen. Ist auch sehr sicher, hier ist ja irgendwie kaum einer und kann auf jeden Fall in die Festung. Schlimmer wäre es, wenn hier wirklich jetzt dicht gewesen wäre, wenn jetzt hier der Eingang geschlossen wäre und ich hätte wieder runterfahren müssen. Das wäre echt kacke. Aber so, passt schon. Hauptsache ich bin oben. Ich wurde auch gerade schon darauf hingewiesen, Brenner nicht zu filmen. Das wusste ich aber vorher schon, das habe ich gelesen, dass man hier auch, wenn man hier filmen möchte, gerade für kommerzielle Zwecke, für YouTube, dass man da Drehgenehmigung braucht. Die habe ich natürlich nicht, die werde ich auch nicht kriegen, brauche ich auch nicht. Ja, genau wie beim Drachen, bei Schloss Drachenburg, werde ich natürlich hier nicht filmen. Also wenn euch das interessiert, müsst ihr selber kommen. So, jetzt aber erstmal. Wieder unten im Tal. Ich finde mich jetzt hier am Deutschen Eck und somit auch am letzten Punkt von meiner kleinen Liegeradtour. Ja, die Festung an sich hat mir ganz gut gefallen. Leider waren einige Ausstellungsräume geschlossen, aufgrund von Corona wahrscheinlich. Das fand ich ein bisschen ärgerlich. An einige Sachen bei, die mich doch wirklich interessiert hätten. Naja. Ja, in dem Park war ich dann leider auch nicht, weil, ja, wie ihr gesehen habt, bin ich ja leider von hinten hochgekommen. Ja, da hätte ich irgendwie anders fahren müssen, um dann in diesen Park zu kommen. Und jetzt runterfahren und nochmal hochfahren, nur wegen diesem Schlosspark, da hatte ich dann auch keine Lust zu. Da war zwar dieses Tor, genau, das hatte ich euch auch gezeigt, wo ich vorstand. Wenn ich da durchgefahren wäre, wäre ich direkt im Schlosshof gewesen und von da aus wäre ich auch in diesen Park gekommen. Aber irgendwie konnte oder wollte mir das keiner öffnen. Dann hätte ich da schön durchfahren können und wäre schade, hat nicht geklappt. Jetzt liegt ja auch noch die Zugfahrt vor mir. Da bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Ich werde dann auch nachher, späten Nachmittag hier in Koblenz in den Zug steigen mit dem Trike. Muss dann irgendwie über Köln oder so umsteigen und dann nach Dortmund. Ja, ich hoffe, das funktioniert doch alles so. Von wegen Barrierefreiheit, das ist ganz wichtig, weil ich brauche auf jeden Fall einen Aufzug. Das alles tragen, Treppe, das wäre nicht so schön. Deswegen hoffe ich, dass das klappt. Vielleicht mache ich dann nachher noch ein paar Aufnahmen zu, schneide irgendwie am Ende noch rein, für den, der es interessiert, dann einfach noch dranbleiben. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? War eine schöne Tour. Bin jetzt seit Montag unterwegs gewesen, also jetzt knapp 5 Tage. Gesamtkilometer weiß ich jetzt gar nicht. Werde ich alles noch einblenden und Gesamtfahrzeit und alles habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf. War eine schöne Tour. Hat alles wunderbar geklappt. Hat sogar sehr gut geklappt eigentlich. Viel besser, als ich gedacht habe. Auch gesundheitlich hatte ich überhaupt keine Probleme, außer die ersten 2 Tage mein Knie. Aber das war dann irgendwie... im Laufe des zweiten Tages bzw. am dritten Tag komplett weg. Also ich habe jetzt wirklich nichts mehr gehabt. Auch nachdem ich gestern da den Drachenfels hochgefahren bin und jetzt heute zur Festung,
gar nichts, aber ich habe überhaupt nichts. Klar merke ich meine Oberschenkel, das habe ich vorhin beim Laufen gemerkt, in der Festung, dass es dann doch schon ein bisschen gezogen hat. Aber sonst, nee, hat alles super geklappt. Auch mit dem ganzen Gepäck habe ich in dem Stile so auch noch nicht gemacht, zumindest noch nicht so lang. Ja, ich freue mich auf die nächste Tour. Also macht richtig Spaß, mit dem Teil zu fahren. Auch lange Tour, es ist wirklich bequem. Ich glaube, ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, mit einem normalen Fahrrad auf Tour zu gehen. Ja, an dieser Stelle sei noch gesagt, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, Moment. Das Video ist noch gar nicht zu Ende. Wie ich denn nach Hause gekommen bin mit dem Trike und der Bahn, ob das Ganze geklappt hat, das erzähle ich dir jetzt. Also, dranbleiben. Ja, die Rückfahrt hat anfangs wirklich sehr gut geklappt. Das heißt, in Koblenz hatte ich keinerlei Probleme. Da konnte ich wunderbar mit dem Trike zum einen erstmal durch den Bahnhof durchfahren und dann zum Aufzug. Der Aufzug war auch groß genug für meinen Trike, habe ich komplett reingepasst. Ich musste also nicht absteigen, also ich konnte da so reinfahren und oben am Gleis konnte ich auf der anderen Seite auch wieder raus. Ich musste also noch nicht mal rückwärts aus dem Aufzug wieder raus. Ja, dann oben auf dem Gleis überhaupt kein Problem. Ich konnte sogar in den Zug auch so reinfahren. Das war ein RXX Express. RXX? Heißt das so? RRX, nicht RXX, du Idiot. In den Zug bin ich auch ohne Probleme reingekommen. Es war ein RRX Express. Ich konnte mit dem Trike also komplett in den Zug reinfahren, brauchte auch nicht mehr aufstehen. Gut, im Zug selbst bin ich dann aufgestanden, habe das Trike nochmal gedreht, um einfach einfacher rauszukommen. Ich hätte vielleicht auch direkt rückwärts reinfahren können. Also bis dahin hat alles super geklappt. Ja, aber dann, nach nicht mal 20 Minuten Fahrt, gab es dann ein technisches Problem im Triebwagen. Ich muss dazu sagen, Umstieg war geplant in Düsseldorf. Und wenn alles pünktlich gewesen wäre, hätte ich in Düsseldorf so ungefähr 35 Minuten Umstiegszeit gehabt. Das hätte natürlich super gereicht, das hätte dicke gereicht. Da hätte ich natürlich mehr Zeit als genug gehabt. Ja, aber durch diesen Schaden standen wir erstmal eine halbe Stunde an irgendeinem Bahnhof, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, bis es dann endlich mal weiterging. Ja, so hatte ich dann ungefähr noch so knappe 5 Minuten Umstiegszeit. Natürlich eine knappe Geschichte. Das war mir schon ganz zeitklar, dass das wahrscheinlich nichts wird. In Düsseldorf angekommen, bin ich dann auch schnell raus aus dem Zug. Bin dann sehr schnell übers Gleis gefahren, habe den Aufzug gesucht, habe ihn dann auch schnell gefunden. Bin in den Aufzug rein und dann merkte ich schon, so links und rechts, es wirkt irgendwie ein bisschen enger als der andere Aufzug in Koblenz. Ja, dann Knopf gedrückt. Und guck dann so in den Rückspiegel und hab gesehen, irgendwie geht die Tür nicht zu. Und was war? Irgendwie das Hinterrad guckte eigentlich noch komplett fast raus. Der Aufzug war zu klein. Ja, rückwärts wieder raus. Ja, immer weniger Zeit. Ich hatte dann vielleicht nur noch ungefähr 3 Minuten zum Umsteigen. Alles eine sehr knappe Geschichte. Ich bin dann über den Bahnsteig gefahren, sehr schnell, weil ich in der Ferne einen Bahnmitarbeiter gesehen habe. Den habe ich dann angesprochen. Der konnte mir leider nicht weiterhelfen. Denn er war wohl nur Zugführer und hatte mir gesagt, ich soll da mal Ausschau halten nach Bahnmitarbeitern mit roten Mützen. Ich fand aber keinen. Ja, Umstiegszeit war also quasi schon gleich null. Bin dann schon davon ausgegangen, dass ich jetzt erstmal eine Stunde Zeit habe in Düsseldorf. Das dachte ich, gut, dann hast du jetzt genug Zeit, da irgendwie einen Bahnmitarbeiter zu suchen, der dir dann irgendwie helfen kann mit dem Lastenaufzug. Beziehungsweise ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich dann alle Taschen abnehme und das Ganze dann halt die Treppen runtertrage. Denn ohne Taschen kann man das Trike auch tatsächlich mal ein Stück tragen. Die Treppen ist relativ schwer, aber vielleicht hätte mir ja auch jemand geholfen. Ja, aber während ich darüber nachdachte, kam eine Durchsage. Mein Anschlusszug, der RE1 nach Dortmund, dass der auch Verspätung hatte. Durch dieses ganze Kuddelmuddel da. Und das Beste, dass dieser Zug aufgrund der Verspätung ausnahmsweise auf einem anderen Gleis fuhr. Ja. Und auf welchem Gleis fuhr er? Dreimal dürfte raten. Genau, auf dem Parallelgleis. Also direkt an dem Bahnsteig auf der anderen Seite. Ja, so musste ich dann gar nicht vom Gleis runter und habe dann tatsächlich meinen Anschlusszug gekriegt. Also manchmal hat man wirklich Glück im Unglück. Ja, dann ging es weiter. Es war wieder ein RRX, also genau der gleiche Zug, der von Koblenz ausfuhr. Der war relativ voll. Ich glaube, diese Art von Zug hat ungefähr in jedem Waggon, glaube ich, ein kleines Fahrradabteil. Oder in jedem zweiten, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ein sehr kleines Fahrradabteil noch zusätzlich vorne, wo du jeweils links und rechts eine Fahrradlänge Platz hast. Also wo dann vielleicht 2, 3 Fahrräder nebeneinander, aber von der Länge halt immer nur ein Fahrrad. Ja, eigentlich kein Problem. Das hat, wie gesagt, vorher auch gut geklappt in dem Zug von Koblenz. Ich bin dann da rein und auf der rechten Seite saß eine Dame mit Fahrrad. Ja, auf der anderen Seite saßen ein Mann und eine Frau mit einem kleinen Kind und einem wirklich kleinen Kinderwagen. Bin dann auf die zu und habe dann gefragt,
ob sie sich denn vielleicht nicht auf einen normalen Zweiersitz setzen könnten, weil da war noch Platz, damit ich meinen Trike da hinstellen kann. Ja, ich habe dann erstmal gemerkt, dass sie kein Deutsch konnten. Hab's dann auf Englisch versucht zu erklären. Aber der Typ wollte einfach nicht verstehen oder mir nicht glauben, dass das passen würde. Das Trike zusammen mit dem Kinderwagen, das hätte nämlich genau gepasst. Ja, wollte er nicht. Und hin und her diskutiert und irgendwie wurde es dann auch schon ein bisschen ruppiger, bis dann die Frau gegenüber meinte, sie würde gleich aussteigen und ich könnte meinen Trike dann da hinstellen. Hätte sie auch vielleicht ein bisschen früher sagen können, aber gut, besser spät als nie. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, ein oder zwei Stationen musste ich dann da so ein bisschen im Gang stehen, hat auch geklappt, auch kein Problem. Und danach konnte ich dann halt meinen Trike auf den Platz für Fahrräder stellen. Ausgestiegen bin ich dann nicht am Dortmunder Hauptbahnhof, sondern in Dortmund-Kohl. Da hat auch alles geklappt. Da gibt es auch, glaube ich, seit letztem Jahr oder Anfang dieses Jahres auch einen Aufzug neuerdings. Den gab es halt vorher nicht. Ja, da hat alles funktioniert. Da kam ich auch wunderbar vom Gleis runter. Bin dann somit dann die letzten Kilometer nach Hause gefahren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also im Großen und Ganzen hat es ganz gut geklappt mit dem Trike und der Deutschen Bahn. Die Züge waren eigentlich groß genug. Auch die Fahrradabteile, wenn es nicht gerade voll ist. Wie gesagt, ich konnte mit dem Trike so wunderbar rein- und rausfahren. Überhaupt keine Probleme. Auch nicht sowas wie die Fahrt nach Winterberg mit dem Sauerland-Express, wo die Stangen halt... Das könnt ihr in Teil 1 meiner kleinen Fahrradtour hier nochmal nachgucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, Düsseldorf, Aufzug zu klein. Ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Trike solltet ihr den Düsseldorfer Hauptbahnhof meiden, denn ich weiß nicht, ob das für alle Aufzüge gilt, für alle Gleise, ob das jetzt nur wirklich an dem Gleis war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das an jedem Gleis so ist, dass da wirklich jeder Aufzug ein bisschen zu klein ist. Also wenn das einer von euch weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Ja, so oft bin ich noch nicht mit dem Trike in der Deutschen Bahn oder mit dem Zug generell gefahren. Bis jetzt, muss ich sagen, waren die Erfahrungen doch relativ positiv und ich bin gespannt, was da noch kommt, wenn ich das nächste Mal mit dem Zug fahren muss, ob das dann auch wieder so reibungslos funktioniert. Bis jetzt bin ich auch nur mit den Regionalbahnen gefahren. Ich weiß nicht, wie das mit dem IC oder EC oder ICE sogar, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt passt. Auch einfach mal, wenn ihr da Erfahrungen habt, in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ob das alles so funktioniert, ob man das überhaupt darf. Das kann ich nicht so sagen. Ja, im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Das heißt, ich würde es auch wieder machen, wenn es sein muss. Ich finde es natürlich schöner, wenn man mit dem Trike irgendwo hinfährt, komplett und auch wieder komplett zurückfährt. Aber ich hatte halt ein bisschen Zeitprobleme und deswegen, ja, hat das ganz gut geklappt. Ja, ich war jetzt schon wieder unterwegs mit dem Trike. Ich war eine Woche in Holland unterwegs. Da bin ich aber auch komplett hin und zurück gefahren. Also nicht mit dem Zug diesmal. War alles ein bisschen entspannter. Ja, dazu gibt es natürlich auch demnächst Videos. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, jetzt beende ich das Video aber auch endlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hier, ne, den Daumen nach oben. Ihr wisst es. Wie gesagt, Kommentare, freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann vielleicht mal den Abo-Button drücken und auch vielleicht das Glöckchen. Dann verpasst ihr demnächst hier nichts mehr. Also, nochmal vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.